Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Stable. Wir haben nur noch ein kleines Stückchen, was wir machen müssen mit der Brücke. Und dementsprechend werde ich mich jetzt darum kümmern. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem Pferd dahin. Wir müssen alles machen. Eine fertige Brücke. Mische dann eigenen Zement vom Baum zu Brett. Die beiden, die müssen wir sowieso wiederholen. Also würde ich sagen, Anleitung, Fugenmasse, Nägel. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Sache mit den Brettern. Wir müssen das ja nicht mehr vorlesen. Das ist ja immer das Gleiche. Ja, ich kann seine Maschinen benutzen und so weiter. Das ist alles okay. Nachdem ich dann ja unheimlich lange, ich glaube 3 Tage am Stück, versucht habe, die Bretter zu bekommen und dann im Nachhinein festgestellt habe, dass man die erst nur bekommt, wenn man mit ihm gesprochen hat vorher. Ja, das nennt sich dann wohl dumm gelaufen. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid und dementsprechend sprechen wir ihn vorher an. Theoretisch müssten wir jetzt noch genau einmal das alles machen. Also sprich einmal so ein Brett holen, das verarbeiten und so weiter. Bleibst du stehen? So. Und entsprechend einmal das, nicht mit den Nägeln. Was stand da jetzt eben? Mit dem Zement, glaube ich, war das. Das noch machen. Und dann können wir ja das letzte gleich noch anklicken. So, stopp, 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 stopp. Nicht so schnell. Wir müssen hier hin. Hier hin. Stopp. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich muss sogar vom Pferd runter. Naja, genau. Das war mir klar. Ist auch irgendwie unlogisch. Man muss mit dem Pferd hinreiten. Das Pferd hat noch den Baumstamm drauf, aber man muss es ohne Pferd machen. Naja. Oh, das Pferd wird direkt mitgeschreddert. Hilfe! Ach, das bietet sich als Stütze an. Dann ist gut. Das wäre sonst jetzt gemein. So, einmal die Bretter. Wie hochmodern das immer gearbeitet wird. Und dann gehen wir zum letzten Teil der Imprägnierung. So. Muss ich jetzt noch mal mit ihm reden? Ja, ich glaube, ich musste noch mal mit ihm reden, bevor ich anfange, oder? Ja. So, er sagt mir dann, dass es fantastisch aussieht und was ich damit machen soll. Ja, ich weiß. Das werden wir jetzt alles ein bisschen überspringen, weil das haben wir ja schon mindestens ein- oder zweimal ausführlich in den Folgen davor gemacht. Man muss das Ganze ja leider doch ein paar Mal machen, damit man überhaupt hier weiterkommt und die Brücke soweit fertig bekommt. So, das war das hier, glaube ich. Na komm. Es ist fast durch oben. Moment, sind wir schon auf 100%? Das sieht jetzt so aus. Aber ich muss noch mit ihm sprechen vorher, so wie es aussieht. Das wäre jetzt natürlich richtig geil. Da müssen wir den ganzen Kram nicht alles nochmal machen. Ich dachte, man müsste jetzt. Oh, da kommt der erste schon zurückgeritten. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, dass wir es geschafft haben. Weil ich habe bisher noch keinen von der anderen Seite aus nach hier reiten sehen. Und nicht bewegen, Pferdchen. Ich rette dich. Ich rette dich vor dem Riesensägeding. So, ja. Ich sollte auch Gas geben. Also, Gas geben. Reiten meine ich natürlich. Doch, sie sieht nur versperrt, aber nicht mehr kaputt aus. Das ist gut. Wow, schau dir nur diese Brücke an, Susanne. Das haben wir wirklich gut gemacht. Viel, viele Dank. Soll wohl heißen, vielen Dank. Um die Eröffnung der Brücke zu feiern, solltest du eine Rakete in den Himmel schießen.
So werden alle wissen, dass die Brücke endlich wieder repariert ist. Nimm diese Rakete und schieße sie aus der Flasche hier neben mir ab. Okay. Die Rakete haben wir. Welche Flasche meint er? Oder muss ich nochmal mit ihm sprechen? Setze die Rakete in die Flasche, Susanne. Ja. Aber in welche Flasche? Hallo? Steigen wir nochmal ab. Hallo? Du sollst absteigen. Steig halt nicht ab. Hallo? Ah, jetzt. Okay, ich weiß immer noch nicht, in welcher Flasche. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, hier ist doch keine Flasche. Meint doch nicht hier da hinten die Sauerstoffflasche da, oder? Hä? Bin ich da jetzt einfach nur zu doof zu, oder was meint ihr jetzt? Ach, da hinten, da leuchtet... Das ist ja wohl nicht die Flasche neben ihm. Will er mich veräppeln? Oh, dein Ernst jetzt? Ja, geil. Hä? Ich bin doch gar nicht gestürzt. Ich bin doch nur das bisschen heruntergerutscht. Yay! Wir kommen jetzt zu West Jorvikai. Sehr schön. Da muss ich rum. Hui. Herrlich, Susanne. Jetzt sind wir fertig. Ich werde so schnell ich kann nach Jalaheim fahren. Ich muss nur noch schnell hier aufräumen. Komme ich doch irgendwann mal in Jalaheim besuchen. Ich wohne gleich neben dem Rathaus, wo unsere vornehme Bürgermeisterin Evelyn residiert. Ich kann nicht mehr lesen. Hm, warte mal. Wo drauf? Ja? Gummel? Mir ist gerade etwas eingefallen, Susanne. Du magst doch Pferde, oder? Nö. Wusste ich es doch. Manchmal bin ich sehr schlau und aufmerksam, musst du wissen. Mir entgeht nichts. Jalaheim liegt direkt neben dem Jorvik-Stall. Du musst ihn dir einfach anschauen. Er ist weltberühmt. Falls du Hermann, den Leiter des Stalls, triffst, bestell ihm schöne Grüße von mir. Du musst jetzt los? Okay, ich verstehe. Vielleicht solltest du erst mit diesem Mann auf der anderen Seite der Brücke sprechen. Er winkt schon die ganze Zeit. Wenn ich rüberkomme? Mach das. Er scheint etwas zu wollen. Wir sehen uns in Jalaheim, Susanne. Das ist schön. Darf ich denn? Oh, ich darf, ich darf. Ich darf. Willkommen in der Erntefeldprovinz. Yes. Dann reiten wir doch direkt mal hin. Da ist auch direkt schon ein Reisebus, sehe ich hier. Das ist gut, falls man da mal kurzfristig hin muss. Oh, der ist bestimmt gemein. Halt, stopp! Habe ich Halluzinationen? Nö. Redest du noch mit mir? Nee, ich wusste, ich muss mich umdrehen. Sehe ich richtig? Ein Gast! Ein Gast! Willkommen im Gasthaus! Was? Du willst nicht reinkommen? Du willst lediglich wissen, wie du zum Jorvik-Stall gelangst? Mein erster Gast seit Jahren und dann so etwas. Aber die Brücke ist wieder ganz? Stimmt das ehrlich? Reite über die Brücke und komm dann wieder zu mir, sodass ich es dir auch glauben kann. Reite los! Okay. Hört sich jetzt etwas psycho an, aber machen wir doch gleich. Lalala. Und nu? Ich denk mal... Ah, ja, okay. Das reicht schon. Stopp. Ja, geh noch ein Stückchen näher. Die Brücke ist tatsächlich repariert. Das ist fantastisch. Ich bin Ed Field, der einzige, schönste und beste Gastwirt in Erntefeld-Provinz. Das war schon.
Okay. Schauen wir mal eben. Ach so, man kann ja nicht vergrößern. Da unten können wir noch das ganz... Ah, wir können quasi jetzt hier die ganze Insel noch abgrasen. Das ist ja cool. Oh, jetzt kann er wieder mit uns reden. Ich werde dir helfen, zum Jorvik-Stall zu kommen. Doch erst musst du mir bei etwas helfen. Was? Erpressung? Glaubst du, dass ich so etwas mache? Nein, du hilfst mir und ich helfe dir. So hilft einer dem anderen. Bitte, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Bitte, bitte, bitte. Du machst es. Danke, danke, danke. Okay, fange damit an, mir einen Stift und einen Zettel zu holen, sodass ich eine Liste machen kann. Ich weiß nicht genau, wo ich die Sachen finden kannst, aber sie werden hier irgendwo sein. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Ja, genau. Das machen wir nochmal eben zu Fuß. Lauf, Susanne, lauf. So, das ist ein Zettel. Finden wir den Rest hier auch? Das ist nämlich das Einzige, was ich eben gesehen hatte. Ah, hier ist was. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht ein Stift oder so. Ah ja, Stift und Zettel. Er wollte ja nur die zwei Sachen. Ich kann nicht mehr laufen. Herrlich. Ich werde jetzt aufschreiben, was alles gemacht werden muss. Mein Gehirn kommt wieder richtig in Fahrt. Wie heißt du eigentlich? Susanne? Das wird der Hammer, Susanne. Was soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? So viel. Es steht einfach still. Das Gehirn ist in voller Fahrt, aber ich kann den Gang nicht hochschalten. Oioioi. Du, hol mir meine Denkmütze. Wie konnte ich das vergessen? Ohne sie geht es nicht. Sie muss hier irgendwo sein, aber ich weiß nicht wo. Ich guck mal hier, dann kannst du dort drüben gucken, okay? Wo ist denn dort drüben? Was ist denn noch hier in dem Bereich? Also hier ist nichts. Ah, Moment. Halt. Oder? Doch. Ich sehe zwar nichts, aber ich denke mal. Nichts Interessantes gefunden. Okay. Das hätte ich vielleicht doch lieber mit dem Pferd machen sollen. Ah, Moment, da oben ist was. Aber das... Ach nee, das ist... ja, okay. Die denkt jetzt wahrscheinlich, warum läuft die hier zu Fuß rum? Die hat doch ein Pferd. Hat sie ja auch recht, wenn sie sich diese Frage stellt. Ich frage mich das nämlich auch gerade. Ist das der letzte Punkt hier? Nee, anscheinend nicht. Okay. Da ist nirgendwo was. Oh. Jetzt schaue ich mich hier so um, dass ich ja auch noch gegen den Baum laufe. Na toll. Ja. Dann würde ich sagen, hole ich erstmal mein Pferd. Und schaue mich nochmal... Da oben muss aber doch noch irgendwas... Nee, warte mal. Doch, das ist oben drauf, oder? Bin ich da jetzt dran vorbeigelaufen? War das auf der rechten Seite? Wenn ich auf dem Pferd sitze, dann sieht man das irgendwie so schlecht. Ah, da war noch was, genau. Oh, endlich. Gedanken tanken. Ich muss übrigens das Pferd noch machen. Das habe ich total vergessen. Beziehungsweise, ich habe vorhin noch dran gedacht und habe es dann vergessen. Entschuldigung, irgendwie stehst du gerade in meinem Pferd drin. Guck, da ist ja meine Mütze. Jetzt werde ich hervorragend denken können. Also, jetzt sitzt sie, wo sie sitzen soll. Bist du bereit? Bereit für massenhaft tolle Ideen? Gespannt auf den nächsten Nobelpreisträger? Nee, nicht zurück, denn jetzt komme ich. Der einzige Gehirnstürmer. Nein, Gehirnorkan. Okay, okay. Jetzt komme ich in Fahrt. Mach dich bereit.
Zuerst brauchen wir einen modernen Namen. Etwas Starkes, Globales, Luxuriöses, Familienfreundliches, Biologisches. Warte, stör mich nicht. Jetzt weiß ich es. Wolf Hall Inn. Beautiful. Was für ein Name. Es erinnert mich an das... Ich kann wirklich nicht mehr lesen heute. Es erinnert mich an den ursprünglichen Namen des Gasthauses, ist aber frisch und modern zur gleichen Zeit. Das wird super toll. Jetzt kann ich dir nicht mehr anvisieren, weil ich mit drin stehe. Hallo. Oioioi. Jetzt bin ich alle. Es ist sehr aufwendig, so etwas auszudenken. Und es gibt immer noch so viel zu tun. Du kannst helfen? Wie nett. Okay, das ist sehr nett und ich will dich nicht länger aufhalten. Du siehst ja, wie viel Unkraut hier wächst. Das verscheucht die Gäste. Hier ist meine alte Motorsäge. Mach damit mal klar Schiff. Okay. Von mir aus. Und wo ist... Ach so, die Dinger meint er. Okay. Ich denke mal, die kann man jetzt wahrscheinlich eher nur zu Fuß machen. Ne? Wie, ich bin so weit weg. Unkraut gejätet. Yay. Der Rest jetzt oben. Und ich laufe schon wieder zu Fuß hoch. Oh nein. Ja, er ist oben. Hallo? So. Das war alles. Dann gehen wir wieder nach unten. Ich denke mal, dass man das wohl vom Pferd aus auch hätte machen können. Ich habe es jetzt nur für logischer empfunden, ehrlich gesagt, das jetzt zu Fuß zu machen. Aber, ja. Hätte man jetzt mal ausprobieren müssen. Wow, was für ein Unterschied. Sieht super aus. Ein Problem mit den Wolf-Hall-Innen ist, dass wir in der Vergangenheit feststecken. Schau dir diese alte Speisekarte an. Das geht einfach nicht. Wir brauchen etwas Aufregendes. Wenn wir wollen, dass Wolf-Hall-Innen berühmt wird, dann müssen wir die Speisekarte auffrischen. Ich kann toll kochen, wenn ich nur inspiriert bin. Suche nach spannendem Gemüse, sodass ich etwas daraus zaubern kann. Ich werde meine Denkmütze aufsetzen und mit meinem Gehirnorkan ein 3-Sterne-Menü zaubern. Okay, gut. Ich warte hier und mache Gehirnsport. Ich will mein Gehirn ja in Form halten. Okay, aber diesmal nehme ich das Pferd mit. So, hier unten ist nichts. Elchkacke. Okay, da sagen wir jetzt besser nichts zu. Was zur Hölle, ey, wer würde das essen? Also ich definitiv nicht. Ah. Sack voll Hafer. Das ist doch wenigstens was, womit man was anfangen kann, genau. Tannenzapfen. Ach, ich kann ja auch vorbeireiten, genau. Oh, Moment. Habe ich da oben jetzt was übersehen? Oder ist das unten am Haus? Ich denke eher, es ist am Haus, aber ich gehe trotzdem nochmal hier oben rum. Nee. Nee, das muss unten sein.
Hier ist... Hä? Das wäre dann ja quasi da hinterm Haus. Ich komme doch gar nicht hinter das Haus, oder? Nee, da komme ich nicht hoch. Vor allen Dingen, das ist aber irgendwie komisch. Das soll am Auto sein. Das Auto ist aber oben. Da komme ich auch nicht hinters Haus. So, hier soll ich jetzt quasi genau drin stehen. Also links könnte vielleicht noch was sein. Ist es aber nicht. Ach, da drin. Okay. Ah, das sind nur zwei Sachen. Ich dachte, das wäre noch mehr. Okay, dann können wir wieder zurück. Nein, bleib doch nicht immer in ihn drin stehen. Lass mal sehen. Das wird super. Warte. Ich fühle, wie die Inspiration mich erreicht. Mach dich bereit. Mein Gehirn ist wieder voller Fahrt. Hör zu. Vorspeise, Edfields rohe Sommerzapfen auf einem Bett von Nuscheln, wollte ich. Von Nudeln und Tomatensauce. Hauptspeise, frittierte Haferklöße à la Sunny Princess, serviert mit Tannenzapfensalat und den feinsten amerikanischen Soßen. Nachspeise, Überraschung Susanne, ein herrliches braunes Sorbet, hergestellt aus den Geschenken des Waldkönigs mit knuspriger Zapfensoße auf einem Haferspiegel. Spiegel. Serviert mit warmer roter Soße. Ich bin ein Genie. Ein frischer Crossover-Mix aus traditioneller Jorvik-Küche. Inspiriert von amerikanischem Essen, das mit einem asiatischen Touch und klassischer europäischer Finesse. Mega gut. Du? Du weißt was? Ich mache den Laden jetzt auf. Ich kann nicht mehr länger warten. Das Holf in... was rede ich hier von Holf? Das Wolf Hall Inn ist eröffnet. Ich bin gerade voll auf den Zungenbrecher reingefallen. Du darfst gerne bleiben. Du bekommst doch einen super Sonderrabatt, wenn du hier übernachtest. Nee, danke. Anna! Ah. Okay. Danke für die Hilfe, Susanne. Jetzt werde ich dir verraten, wie du zum Jorvik-Stall kommst. Also, reite den Weg in Richtung Westen weiter und biege links ab. Wenn du zum Bergpass kommst, reite weiter über den Bergpass in den Grüntalwald. Bleib auf dem Weg, dann kommst du schon bald zur Küste. Dort wirst du ein kleines Haus finden, in dem die Familie Pieke wohnt. Sie beliefern das Gasthaus mit Fisch und Krabben. Bitte gib Frau Pieke diese Bestellung von mir. Kannst du das für mich machen? Super. Auf dich kann man sich verlassen, Susanne. Hier, nimm meine Motorsäge. Der Bergpass ist inzwischen zugewachsen. Du musst dir den Weg also frei machen. Grüß Frau Pieke von mir und sie wird dir den weiteren Weg bis zum Jorvik-Stall erklären. Viel Erfolg, Susanne. Wir sehen uns. Yay! So, ich habe hier doch eben noch ein Geschäft gesehen. Oder war das jetzt, wenn ich da reingehe? Das kann natürlich auch... Obwohl, ich kann da gar nicht reingehen, oder? War das Geschäft oben? Oder ich muss vorher mit ihr sprechen, damit ich reingehen kann. Das kann natürlich auch sein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das ist gerade so ein schönes Bild. Hier mit dem Wolf Hall Inn. Langsam kann ich es mir merken, im Hintergrund. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.